Da hängt zwar schon eine Hängematte, vielleicht kriege ich heute Nacht noch Gesellschaft. Hallo auf meinem Kanal, Guy in Thailand. Heute sind wir unterwegs und zwar geht es nach Kanom. Das ist so Provinz Surathani. Da werden wir auf eine Bike Week fahren, aber da haben wir zwei Übernachtungen. Also das heißt, ich werde da ein bisschen Kanom die Ecke mal ein bisschen gucken, was man da sieht. Wahrscheinlich auch wieder mehrere Teile machen aus dem Video oder aus der Zeit. Landschaftlich ist, glaube ich, ganz schön da. Soll es auch rosa eine Delfine geben. Wenn wir Glück haben, erwischen wir die natürlich auch jetzt an dem Wochenende. Aber ja, Versprecher kann man nichts. Und wie gesagt, ich mache da mehrere Teile draus. Ich muss sagen, das hier ist ja jetzt eine wunderbare Strecke. Früher bin ich die schon eigentlich ganz gern gefahren, bloß der Straßenbelag war echt mies. Und mittlerweile haben sie die halt gemacht. Also wirklich eine tolle Strecke zu fahren. Ich lasse das jetzt mal ein bisschen schneller laufen. Ich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn wir kurz vor Kanom sind. Sonst, ich kann ja nicht die ganze Strecke filmen. Das wird ein bisschen arg viel. Okay, bis gleich. Ja, jetzt bin ich wieder da. Jetzt sind wir in Kanom. Und ja, wir werden jetzt erstmal gucken, wo das Hotel ist. Und dann wahrscheinlich noch ein bisschen was essen gehen. Schauen wir mal. Ich glaube, das soll ganz schön sein hier. Also wie gesagt, da gucken wir jetzt mal, wie es aussieht, wie Kanom, was Kanom zu bieten hat. Aber jetzt gucken wir erstmal, wo wir schlafen werden. Weil ich werde wahrscheinlich wieder nicht im Hotel schlafen, sondern ich suche mal schönes Plätze, wenn es irgendwie klappt, wo ich mal Hängematte aufhängen kann, dann am Strand. Und dann werde ich wahrscheinlich wieder am Strand schlafen. Doch, ist ja nett. Springbrunnen mit Delfine. Aber dafür ist halt bei Kanom auch bekannt, für diese rosanen Delfine. Ah, ich habe mal gehört, es soll von irgendwelchen Algen kommen, die dann auch fressen und deswegen die rosane Haut bekommen. Ob das allerdings auch so ist, das weiß ich natürlich nicht. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, ob das so ist oder warum das so ist. Ich fahre zum The South Thailand oder Bike Week. Gucken wir mal, heute Abend wird es schon sein. Hä? Ja, alles klar. Ah, der Richard hat Bratwurst gläse. Ich brech zusammen. Bratwurst und Pommes 200 Baht. Ja, geil. Jetzt sind wir in Kanom und zwar haben wir gleich mal angehalten, Austrian Bar. Ja, eine Bratwurst gegessen und weil es auch nötig ist, ja schon spät. So spät, spät ist es nicht, aber es war Zeit, ich habe Hunger gehabt. Und ich glaube die andere auch. Und Durst. Also von daher, ja, denke ich mal ganz spaßig. Jetzt gucken wir mal, schöner Ausblick davor zu. Das könnt ihr mal geschwind machen. Ich laufe mal vor ans Meer. Da drüben ist jetzt die Austrian Bar. Und wenn man sich rumdreht, ist hier recht großes freies Grundstück. Links daneben, keine Ahnung, Hotel oder was auch immer. Aber ich laufe jetzt einfach mal vor. Ist zwar ordentlich windig, tut aber auch ganz gut im Moment. War ja ganz schön warm. Oder ist ganz schön warm. Ja, jetzt bin ich vorne am Strand. Recht schön, muss man sagen. Da vorne gibt es so ein Pier. Keine Ahnung, eine Verladestation oder so irgendwas. So sieht es aus. Ja, aber der Strand ist ganz ursprünglich. Ja, geht eigentlich. Schön. Aber es ist ordentlich windig. Bin jetzt mal gespannt. Jetzt kann sich da mein Rode Wireless Go kann sich mal beweisen, ob das dieser Puschel obendrauf, hört man vielleicht, wenn ich dran lang, nicht so gut, ob der Puschel obendrauf auch den Wind abfängt. Aber tatsächlich, Strand gefällt mir gut. Schön. Jetzt bin ich mal gespannt, aber
wir sind ja noch nicht dort, wo wir hinwollen. Und ich werde schauen, ob es einen guten Platz gibt für meine Hängematte. Wenn nicht, muss ich mir auch noch eine Schlafmöglichkeit suchen. Also ich denke mal, es wird schon gehen. Irgendwo werde ich was Schönes finden. Und da freue ich mich eigentlich auch drauf, tatsächlich wieder draußen schlafen. Und wenn der Wind so ist, dann ist das sicherlich auch eine angenehme Nacht. Das ist eigentlich ganz schön hier, muss man sagen. Ein Resort neben dem anderen, aber trotzdem nicht dicht aufeinander. Und so ein bisschen Beach Road. Direkt hier hinten dran ist Meer. Fällt mir ganz gut. Na, schön hier unten. Kleine Buchten. Ich mag es eh, wenn es ein bisschen bergig ist und so ein bisschen unterbrochen, der Strand von Felsen. Gefällt mir ganz gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir sollten ja gleich da sein. Genau, hier geht es schon links rein. Jetzt sind wir gerade im Kanom Sea Breeze angekommen. Also Sea Breeze ist ja wirklich, es ist sehr windig. Es ist echt eine Brise. Schöne Anlage, schönes Gasthaus. Ich habe jetzt auch mit dem Chef gesprochen. Ich darf mir hier meine Hängematte vorne dran aufhängen. Und das werde ich jetzt auch gleich machen. Ich werde mich da häuslich einrichten. Ich habe auch schon einen Baum rausgekoren. Das wird das sein. Und der wahrscheinlich. Da hängt zwar schon eine Hängematte, vielleicht kriege ich heute Nacht noch Gesellschaft. Also der Rainer hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht, mein Kopf muss hier sein. Aber ich kann es sein, ich baue noch mal um, weil tatsächlich hier sind Nüsse. Also, ich habe mir jetzt hier häuslich eingerichtet. Muss mal gucken, vielleicht kann ich ja bei den Brüdern was in den Bungalow machen, wenn man auch auf Bikeweg fahren, mein GoPro und das ganze Zeug. Muss ich ja zugeben, ist ein bisschen arg viel für hier draußen liegen lassen. Und dauernd mitnehmen ist auch nichts, muss zu arg aufpassen. Also das werde ich sicherlich dann bunkern. Vielleicht da noch mal Akkus laden. Aber ansonsten schlafe ich hier draußen. Und es geht ein unglaublich guter Wind. Mir gefällt das auch echt. Schöner Strandabschnitt. Und auch das Haus, muss ich sagen, Sea Breeze. Mache ich euch einen Link rein, wenn ihr einer findet. Wahrscheinlich wäre ich das. Ohne in der Videobeschreibung mache ich mal einen Link rein. Wer nach Kanom kommt, sollte das wirklich anschauen. Also ist eine echte Alternative. Managerin heißt Joy. Ich meine, klar, ich habe jetzt fragen müssen, ob ich hier wohnen kann. Am Strand. Die zwei gute Männer. Baureiz hier. Ja, ich gucke mal, ob ich in ein Zimmer rein kann. Frage mal der Rainer, soll man mal sein Zimmer zeigen und vielleicht das vom Richard. Das sind zwei unterschiedliche Kategorien. Und wenn nachher zeige ich euch geschwind das Sea Breeze, wie die Zimmer aussehen. Okay, hier ist Rainer hat immer den Schalk im Nacken. Jetzt werden wir wahrscheinlich gleich den Richard hören. Also hier ist eine schöne große Terrasse. Das ist das Zimmer. Und das Badezimmer. Schön großes Bett, schräge Decke. Klima, ja, danke schön. Klimaanlage an. Nicht an, aber Klimaanlage, Kühlschrank, Fernseher, Wasserkocher. Oh, auch ein schönes Bad. Ist eigentlich echt cool, gefällt mir. Schöne Atmosphäre. Dann hast du hier von hier draußen hast du eine große Terrasse. Und das ist dann der Ausblick von der Terrasse. Okay, gehen wir wieder runter. Also ist wirklich cool. Und Preise müsst ihr dann halt selber auschecken. Das wird wahrscheinlich dann von der Saison abhängig sein, denke ich mal. Wie viel Uhr da, Quatsch, wie viel Uhr. Was für eine Jahreszeit, dass man halt hierher kommt. Und müsst ihr ausgucken selber. Also Sea Breeze heißt das Ganze.
Der gute Mann, dem das gehört, der hat in Kaulak auch ein Restaurant und ein Gasthaus und hat eben halt auch hier in Kanome Gasthaus. Glaube ich, kann das jetzt schon empfehlen. Sehr angenehm, sehr nett, die Dame. Und ja, auch der Biber. Ich habe ihr gefragt, muss ich ja fragen, weil kann mir da nicht einfach davor legen. Von daher musste ich fragen, aber sie hat gesagt ja, oder der Biber hat dann ja gesagt. Ich kenne den ja auch, kein Thema. Also wenn man sowas macht, wie ich das jetzt mache, mit der Hängematte, sollte man sicherlich dann fragen. Oder es ist halt Niemandsland und da ist niemand, dann kann ich niemand fragen. Okay, auch in Ordnung. Aber das, was ich jetzt mache, hier direkt vorne dran, ist in Ordnung. So, jetzt gucken wir mal da rein beim Richard. Echt, also glaube ich, ganz schön, weil der hat zwei Zimmer. Ja, ich mache das mal auf Weitwinkel. Genau. Hast hier auf direkt Terrasse vorne dran. Hier ist das Wohnzimmer mit Ventilator. Kühlschrank eben aus, alles drin. Und ich habe auch gefragt, ich darf ins Schlafzimmer. Aha. Hallo, schön groß. Ja, cool. Extra Schlafzimmer. Und jetzt gehen wir noch ins Bad. Oh, schau groß. Ui, cool. Ja, gefällt mir. Und dann auf der anderen Seite ist noch einmal ein Zimmer. Ähnlich wie das, aber ich glaube, es ist ein bisschen kleiner. Hat jetzt, ja, ich glaube, es ist, ja genau. Da hinten dran ist dann ein Storeroom. Das heißt, das ist dann nur ein Zimmer, Schlafzimmer. Jetzt sind wir vor dem Hotel oder Gasthaus. Ich glaube, die haben einen Minishop ist da drüber. Ja, sieht nach einem kleinen Restaurant aus. Ich glaube, da auf der gegenüberliegenden Seite gibt es auch noch Zimmer. Und Sea Breeze House, Room for Rent. Ich schlafe ja vorne draußen, das heißt, ein Kaffee, keine Ahnung, ob es das hier gibt, weiß ich nicht, habe ich eben schon mal was gesehen, aber ich probiere das genau, ich probiere das jetzt einfach. Frühstück ist begrenzt dabei in dem Preis, gibt es halt Toastbrot und Kaffee, das habe ich eben schon mal gesehen, aber wie gesagt, müsst ihr selber gucken. Wahrscheinlich gibt es da ja eine Seite, wo man schauen kann, das kann man ja vorab auch buchen oder eben dann, ja, Google Maps, Telefonnummer, irgendwas wird da sein. Also naja, guckt mal unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr dann mehr erfahren.